Martinez, der Hannoveraner Hengst des Jahrganges 2013 vom Millennium, Laurencio und De Niro. Es erscheint der strahlende Prämienhengst der Pferdener Körung 2015. Hochnobel im Typ stehend präsentiert sich Ihnen dieser mit feinstem Interieur ausgestattete und enorm leistungsbereite Sohn des Trakehner Ausnahmehengstes Millennium. Bei diesem charmanten Strahlemann trifft leichtfüßige, erhabene Bewegungsqualität auf überzeugende Rittigkeitswerte und lässt schon jetzt einen ganz besonderen Stern am Dressurpferdehimmel erahnen. Ein Edelmann in herrlicher, schokoladenbrauner Farbe, der jeden Tag auf ein neues, durch seine geschmeidigen Grundgangarten und die unkomplizierte, aber dennoch engagierte Arbeitseinstellung überzeugt. Wir waren vom ersten Moment an von der Qualität dieses Youngsters beeindruckt. Auf der Körung dann konnte dieser Eindruck bestätigt werden. Martinez brillierte an allen drei Tagen und begeisterte sowohl Publikum als auch die Körkommission gleichermaßen, sodass er am Ende mit der begehrten Prämienschärpe dekoriert wurde. Ein nahezu vollkommener Junghengst der Extraklasse mit allerbester Zukunftsperspektive, der einfach Spaß macht. Diese ihm angeborenen Talente kommen nicht von ungefähr. Sein Vater Millennium war selber Reservesieger der Trakehner Körung 2010 in Neumünster. Im Rahmen seiner Leistungsprüfungen konnte er erneut auf sich aufmerksam machen, erzielte in Neustadt-Dosse mit 8,66 die höchste dressurbetonte Endnote der 37 Prüflinge. In sportlicher Hinsicht ist Millennium mittlerweile auch auf dem Weg, ein ganz Großer zu werden. Er konnte in jungen Jahren mehrfach in Reitpferde- und Dressurpferdeprüfungen siegen, war unter anderem Vize-Champion beim Trakehner Bundesturnier und ist mittlerweile unter Christina Bröhring-Spreje in der schweren Klasse erfolgreich unterwegs. Die unumstrittene Vererberqualität des Millennium braucht nicht viele Worte. Mit einem beeindruckenden Debüt als Hengstvater 2014 konnte er inzwischen mehreren Sieger- und Prämienhengsten seinen Stempel aufdrücken. In fast allen Zuchtgebieten wurden die Nachkommen des Millennium in auffallender Zahl prämiert und erzielten Spitzenpreise auf verschiedenen Auktionen. Im weiteren Pedigree des Martinez sind über den Vollblüter Laurus Crusader und De Niro die erfolgreichen Größen der aktuellen Dressurpferdezucht vereint. Aus diesem Mutterstamm sind unter anderem die gekörten Hengste Lloyd Webber und Semino sowie zahlreiche in beiden Sparten des Sports bis zur Klasse S erfolgreiche Pferde hervorgegangen, wie zum Beispiel Kellington vom Coolman, erfolgreich unter Bastian Frese. Im Rahmen der Körung, bereits von Zuchtleiter Dr. Schade als typstarker Hengst mit Veredlerqualitäten beschrieben, bieten wir Ihnen mit diesem langbeinigen Nobelmann eine weitere, äußerst interessante Blutalternative an, welche für eine erfolgreiche züchterische Zukunft steht.